the worst punching experience Someone ever. What do you say? I'm crying. So, Freunde der Sonne, wir sind jetzt gerade im Natural History Museum. Es sieht hier sehr episch drin aus. It's beautiful. Amazing. Also, jetzt sind wir dabei, eine Italian Food Night zu machen. Yay! Delicious! Ja. Okay, und dann die erste Person, die gehen musste, war Lena. Und hier seht ihr ein Video von ihrer Verabschiedungszeremonie. Willkommen zum nächsten Tag. Da sind wir nämlich erstmal eine Runde bowlen gegangen mit dem Rest von unserer Accommodation. Also wir waren recht viele Leute. Es war richtig lustig, hat mega viel Spaß gemacht. Und die erste Runde habe ich sogar gewonnen. Yay! Go, go, go! Und dann war es tatsächlich so warm, dass wir endlich punten gegangen sind. Yay, yay, worst punting ever. Helping over yourself. This is actually amazing. Yay, wir sind jetzt gerade am Punten, finally, und es ist warm und sonnig und wunderbar. Yep. Charlie rode us forward. Okay, und dann, Charlie ist ins Wasser gefallen. Leider haben wir davon keinen Videobeweis, aber es war auf jeden Fall pretty funny. Und wenig später haben wir dann unseren Puntingstab an der Brücke verloren. Das war einfach wirklich hoffnungslos. Oh my god, we're on the boat, our The worst punting experience ever. What do you say? I love you, Charlie. Let's see now. I'm crying. Oh, it's so funny. No, that's not gonna work out, and that's just gonna stop us. Oh my god, amazing. Okay, Charlie just jumped out of the boat to get the Stab things he left on the bridge. Einmal mit Professionals arbeiten. Yay! You did it! Okay. If you can get a little closer, you can open the boat corner. Oh my god! My cooking things in the Stab gesnackt. The thing closer now. Lord, amazing! On the road again! Fucking hell, wrong one! We wanted to go there, now we're here again!
Push it, push it, push it. I believe in you. Nice, 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 nice. Magdalen College Tower. Okay, also das war auf jeden Fall die beste Punting Experience ever. Und am Abend sind wir dann auch noch finally mal in den Wetherspoons gegangen. Schließlich brauchten wir dann auch noch die Spoons Experience, bevor wir alle nach Hause fahren. Yay! So Leute, wir sind jetzt gerade im Spoon. Und genau, hier, die Boys sind gerade draußen zum Smoken, don't smoke, it's not healthy. Und wir sind jetzt gerade hier noch und I want to show you the different drinks we've got, because the colors are so funny. Number one, what was it? Purple rain. Beautiful. Number two, this one is so... it's called bubble gin. It's actually glittery. I don't know if you can see it. Yeah, kind of. It's disgusting. Then we've got some kombucha vodka cranberry thing. That's which is normal. Quite delicious, I think. And then we've got some beautiful blue lagoon things. Which is, I don't know, man kann sich so wirklich definieren, nach was es schmecken soll. Aber die Farbe ist cool. Ein kleiner Nachtspaziergang. Ja, auf dem Weg nach Hause. Und ja, genau, mit McFlurry unterwegs. Oder wie heißt es? Ja. Am nächsten Tag sind wir noch in einen anderen Pub gegangen, weil das irgendwie Savannahs und Charlies letzter Tag war. Und genau, war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nice. Wir haben uns noch einen schönen Sonnenuntergang angeguckt. Und dann noch einen Tag später war Melissas letzter Tag und dann sind wir auf den Castle Mount gegangen und haben uns noch einen Sonnenuntergang angeguckt. Genau, und irgendwie waren es dann ganz am Ende nur noch Elena und ich in unserer Wohnung und sie hat mich dann auch verlassen. Aber bevor sie quasi gefahren ist, sind wir noch zu Kasper gegangen. Die Bar stand schon bei Tag 1 auf meiner To-Do-Liste und finally, quasi am letzten Tag mit Elena, haben wir es geschafft, da einen Platz zu bekommen und haben dann schon ein bisschen Sangria um 5 Uhr getrunken und das war auch auf jeden Fall sehr episch. Und dann war ich completely alone. Das bedeutet, ab dem nächsten Video bin ich nur noch alleine zu sehen. Okay, außerdem möchte ich das Video hier jetzt beenden. Vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert doch bitte meinen Kanal und lasst einen Daumen nach oben da. Und genau, bye!